Herzlich willkommen, du Völkerfan, zu einer neuen Runde. Ja, ich nehme hier direkt nochmal auf, deswegen ohne Facecam. Wow. Ja, wir sind jetzt... Ich muss kurz überlegen, obwohl es nur 2 Sekunden weg war, aber was will ich euch jetzt erzählen, Großes? Genau, wir greifen ja hier gerade parallel die Pimmons oder Pimmons an. Ja. Haben das. Ja. Können eigentlich gerade nicht viel machen, außer hier so ein. Wir können die Botschaft mal hinbauen. Gebäude wird errichtet. Und. Ihn hinbauen. Ja, und dann heißt es jetzt warten, ne? Einfach warten. Warten. Der baut das fertig, genau. Dann können wir hier mit den Maden schon mal auf 100% gehen. Das macht es eigentlich automatisch, oder? Ach, dann machen wir das mal. So, dann kriegen wir wenigstens 4 Nahrung. Ziel sind auf jeden Fall 3 Maden. Deine Bevölkerung wünscht sich eine Orgiengrube. Ja, kriegt ihr aber noch nicht. Ich meine, das ist ja schön, ihr wollt es und... Es ist ja immer schön und immer toll und immer prächtig. Gebäude wird errichtet. Ja, aber kriegt ihr halt nicht. Kriegt ihr einfach nicht. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Und es wird ja eh noch so spaßig, ne, alles. Weil die wollen ja immer mehr und immer mehr, ne? Aber gut, ich denke, wenn... Ausbildung abgeschlossen. Weniger Leute, ja. Könnte schon sein, ne? Wenn wir weniger Leute. Gebäude wird errichtet. Oder die Polizei. Die Pimmons sind eigentlich immer so sauaggressiv. Wir lassen die einfach mal, oder? Oder ist es vom Spiel? Würden die das machen? Seid ihr so assi? Wärt ihr wirklich so assi, dass ihr sagt, nö, ist egal, das Spiel ist halt so. Ich meine, wenn die Pimmons weg sind, könnten wir ja rein theoretisch kein Pilzschnaps mehr trinken. Oder nicht mal welchen holen. Mit den Schokotörtchen, okay. Ich meine, die hatten Lust drauf. Verstehe ich halt auch nicht, dass es da nicht weggeht. Verstehe ich nicht. Warum das nicht einfach verschwindet. Wisst ihr was, da drehe ich mir das noch so. Da mache ich hier mal bei LP nicht sicher. Dann hätten wir das. Ausbildung abgeschlossen. Okay, hier entlang, hier. Da geht noch ein bisschen was. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Gut, vielleicht können die Amazonen die Nahrung knapp. Ja jetzt dann die Botschaft bauen. Er ist halt so. Wir machen mal einen Speer noch. Boah, wo könnten die hocken? Da hatten wir ja eigentlich schon. Boah, ich weiß es nicht, wo. Vielleicht hier runter noch. Ich habe keine Ahnung, wo die hocken. Oder wisst ihr was? Wir lassen das erstmal. In einer Stadt herrscht Hungersnot. So, wir haben 3 von den Jungs. Das ist okay. Dann fangen wir mal an, die Infohöhle zu bauen, ne? Infohöhle. Gebäude wird errichtet. Genau, dafür können wir den ja benutzen. So, dann gehen wir mal ein bisschen die Motivation ein bisschen runter. Passt, wir haben 10. 10 Nahrung grad, ja, okay. Als letztes werde ich mich um die Produktion der Waren hier kümmern. Als erstes Zigaretten oder Zigarillos, ne? Und dann hätte ich gesagt, am allerletztes
nehmen wir. Wünscht sich eine Orgiengrube. Genau, eine Orgiengrube. Nee, als allerletztes dann die Schokotörtchen, weil dann wissen wir ja, okay, haben die jetzt eine Botschaft gebaut. Was geht jetzt? Ein Gebäude ist fertig. Sehr gut, die Polizei haben wir jetzt auch. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Da hauen wir mal das ganze Geld in die Forschung rein. Noch eine Infohöhle. Das ist ja echt. Ah ne, Infohöhle bauen wir ja gerade, genau. Genau, da ist die Kampfarena. Das ist ja auch so ein bisschen buggy gewesen, ne? Oh, scheiße. Ich fürchte Schlimmeres. Nein, 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 nein. Das waren doch alle, ne? Haben die sich jetzt noch... Forschung abgeschlossen. Scheiße, haben die... Wir haben keine Meldung gekriegt, ne, dass die Pimons ausgelöscht wurden, ne? Das heißt, die haben sich wahrscheinlich einen... Boah, nee, oder? Okay, wir müssen jetzt irgendwie gucken. Ja, mich würde es ja halt echt nicht stören, ne, wenn die jetzt irgendwie, ja, was weiß ich, wenn es jetzt irgendwie heißt, hier, die haben eine Botschaft und man hat Frieden und ey, es ist alles super, aber das ist ja nie der Fall. Außer wir haben es jetzt ein bisschen geblockt damit, ne, dass die jetzt nicht sofort die Amazonen angreifen. Ich habe eh keine Ahnung, wie das hier zählt. Ob die Amazonen eher so die Friedlichen sind und die Pimons und die Sachiki sind so die Aggressiven. Ich habe keine Ahnung. Aber gefühlt ja irgendwie schon so, ne? Weil wenn die direkt so auf die Kacke hauen, ne? Doch, hier sind keine, ne? Wahrscheinlich dann... Gehen wir halt mal hier entlang. Wo könnten die hocken? So, dann bauen wir hier direkt mal das schon mal. Gebäude wird errichtet. Die Orgiengrube. Komm, bau die Orgiengrube. Und zwei von denen. Weil wir bauen auch direkt den Markt hier hin. Gebäude wird errichtet. Und was wir schon bauen können, die Kampfarena. Obwohl die Kampfarena ist halt so... Boah, die kostet halt so viel, ne? Erstmal, die Sachikis müssen... die Amazonen müssen ja hier irgendwo... Irgendwo in der Ecke rumchillen, ne? Irgendwo. So, wisst ihr was? Dann fahren wir hier mal alles ab. Deine Bevölkerung wünscht sich eine Orgiengrube. So, und dann lauft hier mal alles ab. Du kannst hier alles ablaufen. Ja, ihr kriegt ja eure Orgiengrube. Ist eigentlich auch so gut wie fertig hier, ne? Ja. Hier haben wir auch alles. Passt, wackelt, hat Luft. Würde ich mal sagen.
Ausbildung abgeschlossen. So, ein Händler. So, die laufen hier entlang. Dann lauft mal hier. Ein Gebäude ist fertig. Ja, hier so. Ein Gebäude ist fertig. So, Einkaufspreis. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. So, dann machen wir das nämlich so. Und Nahrung haben wir jetzt erstmal, genau, Nahrung habe ich gerade gesehen, läuft ja jetzt auch. Laufen halt einfach einmal so alles ab. Ja, geht halt gerade nicht anders da. Ich laufe das jetzt einfach, mir ist egal, die Quadrate so ab. Ich bin mir halt auch nicht sicher, wir speichern es mal auf. Nein, wir speichern es jetzt hier drauf. Einfach, ja, das ist so, dass wir mal gucken können. Ey, aber irgendwie, so weit weg waren die doch gar nicht, oder? Wenn hier die Dingens waren, dann kann es doch nicht sein, dass die am anderen Ende der Welt sind, oder? Die mussten ja auch irgendwie ihre Soldaten bzw. ihre Jäger dahin kriegen. So, wir brauchen einen Tempel und eine Kampfarena. Dann bauen wir mal die Kampfarena. Gebäude wird errichtet. Da brauchen wir den Gladiator. Wir machen so, zack. Gut, und dann laufen wir halt genau hier runter. Hier so. Ja, und schauen mal, dass wir irgendwie vielleicht die kriegen. Dass wir die irgendwie finden, irgendwie kriegen, irgendwas. In einer Stadt wird die ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir die finden, wo sie sein sollen. Deine Bevölkerung wünscht sich eine Orgiengrube. Och, nicht schon wieder. Warum? Nervt, ey. Ich meine, sobald die ja eh ein Dingens hätten. Sobald die eine Dingens hätten, eine Botschaft, das ist uns ja eh egal. In einer Stadt herrscht Hungersnot. Orgienmeister, wo ist er? Da. Ja, da ist es uns ja eh total egal, ne? Gut, dann einmal hier hoch. Ja, irgendwie wird es schon, irgendwie finden wir die schon. Mir schon mal ein bisschen was weggemacht. Du kannst ja mal bis hier hinlaufen. Und gucken, dass du vielleicht irgendwie findest. Wo sollen die sonst sein, ne? Das ist schwere Sache, schwere Sache. Abgeschlossen. Oh Mann, Mann, Mann. Wie die Nadel im Heuhaufen. In einer Stadt wird die Nahrung knapp. Ich
Wie die Nadel im Heuhaufen ist das hier die Suche. Das ist doch nicht normal, oder? Gehen wir hier alles so. Ein Gebäude ist fertig. So in dem Bereich. Jetzt laufen wir einmal bis hier hin. Sollen die das hier absuchen? Du, mein Lieber, suchst mal hier unten alles ab. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. So, jetzt brauchen wir den Tempel. Okay. Dann einmal... Oh nee, jetzt ist das Licht weg. Oh! Tappt er uns im Weg rum und dann... So, waren hier irgendwo Amazonen, nö, oder? Ja, in dem kleinen Bereich sind die nicht. Das würden wir sehen, wenn die hier sind. Vor allem so Kack-Landesgrenzen, da musst du doch sehen. Die waren da jetzt nicht direkt an den Pimons dran, oder? An den Pimons. Okay. Sind sie schon mal nicht. Vielleicht auch da hinten dran, hier so. Irgendwo müsse die sein. Irgendwo müsse sie sein. In einer Stadt wird die Nahrung knapp. So, die Holzfäller gehen mal hier oben alles abfällen. Der Jäger kann mal hier bleiben. Ein Gebäude. Da war nichts, ne? Dem Gebäude fehlt ein Betreiber. Wir bauen noch mal eine Kaserne, dass wir ein bisschen mehr Platz wieder kriegen. Oh, ja. Ja, können wir eigentlich. Ja, ist gar keine dumme Idee. Das hast du gut gemacht, ne? Ich meine hier aber eine Kaserne. Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Gebäude wird errichtet. Nehmen wir eine Kaserne hin, dass wir in die Richtung mal mehr Ressourcen kriegen. Ja, jetzt lassen wir die halt einmal hier runterlaufen, ne? Ist halt so, ne? Ja, ihr sollt einmal hier runterlaufen. Also bitte. Das sind ja wir. Das heißt, er läuft jetzt hier lang. Und dann können die einmal hier runterlaufen. Ich weiß echt nicht, wo die sein sollen, ne? Ich habe keine Ahnung. Hier haben wir ja auch noch einen Haufen, ne? Was wir absuchen müssen. Vielleicht von hier dann die Mitte nehmen. In einer Stadt wird die Nahrung knapp. Ey, ihr nervt, ne? Jetzt haben sie gleich ihren... Jetzt haben die gleich ihre Botschaft, denn es ist eh egal. Aber ist schon mal gut, dass die Amazonen hier kein Dingens bauen. Ja, sag schon. Hier kein...
keine Botschaft. Keine Botschaft, sag ich, dass die Amazonen noch existieren. Jetzt habe ich. Ich habe gerade die ganze überlegt, was babbelst du gerade? Was willst du erzählen? Aber nee, dass die hier keine Dingens haben. Dass die noch existieren und nicht ausgelöscht wurden von den Pimons. Ein Gebäude ist fertig. Okay, das. Ja. Sehr gut, dann hauen wir hier mal einfach. Gebäude wird errichtet. Hier einen hin und hier ein. Deine Städte verfallen aufgrund der niedrigen Motivation. Dann machen wir uns mal drei Stück. Wo sind wir denn die Speer? Da. Böse, böse, böse. Ein Gebäude hat seinen Betrieb eingestellt. Ein Gebäude hat seinen Betrieb eingestellt. Das mache ich jetzt nur. Wir haben es gebaut. Und es passt alles. Das sieht alles super aus. Das ist alles in Ordnung. Ich mache das jetzt nur, damit ich die Kohle behalte. Damit ich hier jetzt nicht so viel in Dingens investieren muss. Den ganzen Kram. Hier wird eh alles ein bisschen ausgeblendet. Oder ausgeleuchtet, also so. Dann könnte ich bis hierhin laufen. Ausbildung abgeschlossen. Du kannst hier mal runterlaufen. Hier entlang. Jo. Das passt aber, ne? Das in einer Stadt wird die Nahrung knapp. Eigentlich können ja auch den Balken laufen, ne? Weil wenn wir was finden, ich meine halb-halb, ne? Ich meine, die haben ja schon einen bestimmten Radius und das Land ist ja jetzt nicht so klein, das ist ja schon ein größeres Land. Das heißt, wenn wir die Grenzen sehen, eigentlich gar nicht so dumm. Ausbildung abgeschlossen. Dann sehen wir es ja eh. Dann machen wir das nämlich mit dem auch, dann soll der nämlich hier hingehen. Aber es bringt uns ja eh nichts, wir können ja eh noch nicht mit denen handeln, ne? Wir müssen ja warten, bis sie die Botschaft haben. Ausbildung abgeschlossen. Dein Volk geht es gut. Ja, es ist so. Puh. Ein Gebäude ist fertig. Ist ja in Ordnung, ne? Aber. Ja, wir machen es mal so. Wo sind die? Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Wo könnten die sein? Okay. Machen wir es hier. Noch ein Stückchen hoch. Ein Gebäude ist fertig. Dann laufen wir hier runter. Ey, ich habe ja sonst keine Ahnung mehr, wo die sein sollen, ne? Haben wir dann eigentlich schon die Map echt gut freigemacht, ne? In einer Stadt wird die Nahrung knapp. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Hier sind die halt auch nicht, ne? Alter, wo sind die denn? Gebäude wird errichtet. Ah, da sind sie. Wir haben sie.
Ja, viel Spaß. Also, die sind direkt unter uns. Okay. Dir fehlt Holz. Ah, so ist natürlich. So hätte man es gleich gesehen dann, ne? Okay, perfekt. Das haben wir. Können die Maden machen? Die Maden machen, Maden, Maden, Maden. Ja, uns fehlt Holz. Gut. Ein Gebäude hat seinen Betrieb eingestellt. Einfach so, dass wir nicht so viel Holz jetzt ausgeben. Der eh nicht so viel. Deine Ihr Bevölkerung zwei. wünscht sich eine Orgiengrube. Könnten wir hier, aber wie viele Träger haben wir noch? 18 freie Träger haben wir. In einer Stadt herrscht Hungersnot. In einer Stadt wird die Nahrung knapp. Ja, wir haben ein paar Holzfäller haben wir doch, also. Na gut, die haben wahrscheinlich, ne, einen Haufen Zeit verloren. Aber sehr gut, der eine kann den jetzt da das Holz bringen, was er ja gemacht hat. Dann kann der schon mal runter. Ein Gebäude ist fertig. Greifen die uns gleich an, wenn ich jetzt da durchgehe? Greifen die uns Ein an? Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Nur mal just for fun. Okay. Nicht alle Wünsche werden erfüllt, ja. Dem Gebäude fehlt ein Betreiber. Dem Gebäude fehlt ein Betreiber. So, geht mal Ein rein. Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Gebäude wird errichtet. Das ist aber halt so eine Mission, wo. In einer Stadt wird die Nahrung knapp. Weiß gar nicht, ist das. Was fabrizieren die da? Also, es ist eine sehr, sehr tricky Mission, ey.
Ist halt die Frage, ne? Was machen die? Was bauen sie jetzt? Weil die haben jetzt in der ganzen Zeit drei Häuser, eine Schule und das war's gebaut. Ja, ist halt nix, ne? Es fällt euch ein. Baut eine Botschaft, Mann, dann kann ich euch Holz schicken, irgendwas. Oh, was bauen sie jetzt? Ah, wie ich die kenne, die sind so hohl, ne? Die bauen Spähturm erstmal, ne, oder? Ne, noch ein Wohn. Hey, Alter. Wenn jetzt ein Jäger rauskommt, muss ich mich abverpissen. Ja, ich hau ab. Ciao. Das ist halt immer schlecht, weil logischerweise bauen jetzt die nächste Jägerin. Das heißt, ich mache denen die Bevölkerungszahlen kaputt. Pfft. Das ist halt immer schlecht, ne? Boah, das wird sich echt noch ein bisschen ziehen. Ich glaube, ich werde es auch ein bisschen offscreen spielen, ne? Weil macht keinen Sinn, ne? Ich denke auch, ich werde hier... Ja, ich werde, glaube ich, so den Standard machen. Ich werde mir hier einen Chef machen. El Chifo. Stadtgründer wird mich hier runter verpissen. Ein Gebäude ist fertig. Wird mich hier runter verkrümeln, ganz klar. Hier so hin vielleicht. Und halt einmal außenrum hier so. Ja, auf jeden Fall werde ich das wahrscheinlich offscreen machen. Das wird ja noch Ewigkeiten dauern, bis sie mal überhaupt hier anfangen, ne? Wirklich alles ein bisschen schläfrig. Das ist ja richtig schläfrig hier, was sie fabrizieren. Machen 70 schlecht. Dann lassen wir den mal ein Betreiber. Einschlafen, einschlafen. Ein Gebäude hat seinen Betrieb. So, wir haben dann eigentlich alles, ne? Wir haben Tempel, wir haben Orgelgruben. Wir haben das, das, das. Wir machen 20 gut. Ja, wir haben alles. Das Einzige, was wir uns wirklich noch holen können, ist wirklich eine Bank. Gebäude wird errichtet. Komm, baut mal die Bank, dass wir wenigstens noch ein paar Einnahmen mehr haben. Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Ja, ich würde sagen, ich werde hier jetzt mal ja, ein bisschen offscreen spielen. Werd wahrscheinlich, mein Plan ist es, hier hinzugehen, einen Spähturm hier hinzubauen. Weil von dort können wir die am besten beobachten, ne? Oder? Ich glaube, von hier unten können wir sie am besten beobachten. Und dann einfach mal ein bisschen beobachten. Was sie fabrizieren, was sie machen, weil was anderes bleibt uns nicht übrig, ne? Wir brauchen diese Schokotörtchen. Das heißt, offscreen, das wird. Das wäre ja. Boah, ist ja. Ewigkeiten, die du hier brauchst. Oder hier so hin, ne? Dir fehlt Holz. In einer Stadt wird die Nahrung knapp. So, zack. Dir fehlt Eisen. Jawohl, und jetzt hier. Gebäude wird. Perfekt, dann können wir hier richtig schön hingucken, was sie machen. Was sie fabrizieren, sehr cool.
Der Speer läuft jetzt einmal hier hin. Und schaut sich mal bitte einmal alles an. Danke. Ja, und sobald die ein Dingens haben, direkt zack. Sobald die einen, ja, so einen hier freundlichen Typi haben, ne? Eine Diplomatin. Dann können wir eigentlich sofort, ja, loslegen, ne? Das machen wir jetzt noch schnell, damit wir ein bisschen sehen, was sie machen. Bis sich jetzt mal ein bisschen mehr aufbauen. Ein Gebäude ist fertig. Dem Gebäude fehlt ein Betreiber. Dem Gebäude fehlt ein Betreiber. Gebäude wird errichtet. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Ja, sehr schön. Dann können wir genau gucken, was sie machen, ne? Außer jetzt hier Wohngebäude bauen und Jägerin machen sie nicht viel, ne? Dir fehlt Holz. Gebäude wurde abgerissen. Gebäude wurde abgerissen. So, dann einen da noch hin. Ja, mehr können wir wirklich nicht machen, ne? Ja, die bauen nur ein Wohnhaus nach dem anderen. Ist es denen ja ernst? Hört doch mal auf, baut doch mal Schokotörtchen und so ein Kram. Ach, das wird noch was geben, ne? Ich würde sagen, ich spiele wie gesagt ein bisschen offscreen und wir sehen uns. Bis dann, macht's gut.